schaffst es. Sorry. Can you help me? Yeah. Ja. Thank you. Hallo, Santa Monica Pier. Ja, Freunde, so schnell geht das, ne? Gerade noch oben in Hollywood und jetzt sind wir hier am fucking Santa Monica Pier. So, jetzt haben wir's. Herzlich willkommen zurück. Wir haben ein bisschen was geschlafen, sind ein bisschen losgefahren. Ich weiß nicht, ob man das Auto jetzt gesehen hat. Ich habe ein bisschen was gefilmt, aber ja, Leute, wir sind am Strand. Wir sind am Strand und die Sonne scheint und das Meer und wir können Achterbahn fahren. Alter, Leute, wir gehen so Achterbahn fahren. Kostet zwar irgendwie gefühlt 40 Millionen Dollar, aber ist scheiß drauf. Mal gucken, was wir heute erleben werden, Freunde. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Auf geht's. Leute, das Krasse ist hier, du hast hier nicht nur ganz viele Menschen, sondern auch ganz, ganz viele berühmte Menschen. Weil wenn du einfach mal hier so ein Bier entlang läufst, dann stehen hier Menschen, wo man einfach nicht erwartet. Ne? Das ist halt, da kann es auch mal passieren, dass dann Donald Trump einfach mal hinter dir Gitarre spielt. Das ist halt alles, weiß ich nicht, komisch hier, aber schön. Ist, nur berühmte Leute hier. Mafuhl läuft durchs Bild, das ist unfassbar. Unfassbar, Mann. Wo bin ich hier gelandet, ey? Hotspot für Stars. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber wie geil ist denn bitte dieser Ausblick? Gebt euch das mal. Wisst ihr, wo wir gerade sind? Wir sind am Ende des Piers. Ich weiß nicht, wer von euch GTA gespielt hat, aber guckt euch das mal an. Vergleicht das mal bitte mit dem Spiel. Vergleicht das mal bitte. Ist das nicht Wahnsinn? Hier ist es ja auch windig und sehr hoch, aber wie geil ist das bitte, Mann? Da vorne, das Riesenrad, die Achterbahn, alles. Einfach alles. Ich kann leider nicht so weit zoomen, aber ohne Scheiß. Jeder, der irgendwie mit GTA was zu tun hat oder der irgendwie die USA interessant findet, auf jeden Fall kommt zu diesem Pier, kommt zu dem Santa Monica Pier, Alter. Das ist echt nice. Also einfach dieses Feeling, Wahnsinn. Also Leute, ohne Scheiß, wie krass. Ich weiß, wir haben oft genug gesagt, dass es mit GTA ein bisschen dezent Ähnlichkeiten gibt, aber Leute, ich bitte euch. Ich meine, hier steht ein Donald Trump auf dem Pier, der Gitarre spielt. Wenn da nicht Grund genug ist, dann doch bitte dieser Anblick, oder nicht? Oh Mann, wir gehen jetzt Achterbahn fahren und essen. Und boah, Leute. Leute, wir stehen drin in der Schlange für die ganzen Attraktionen. West Coast, da kostet halt 10 Dollar pro Fahrt, ne? Lohnt sich auf jeden Fall der Preis. Ja, oh, den Fuhr bis zum Club. Ach, sind ja der Preis lohnt sich mega, Alter. Wenn ihr seht, fährst du zweimal im Kreis, dann fährst du hier noch einmal über den Hummel und dann ist vorbei. Also, aber das Gute ist, man kann 32 Dollar bezahlen, dann darf man alles fahren. Achso, ja gut, dann lohnt sich ja noch viel mehr. Also, wenn ihr Bock habt, ne? Ich finde halt 10 Dollar für so eine weiß ich nicht, kurze Achterbahn, muss, egal, auf dem Pier, Leute, nehmen wir mit. Manchmal hat man dann halt den Vorteil, wenn man eine kleinere Kamera hat, weil jetzt können wir die halt nicht mitnehmen, aber gleich ist es soweit. Wir dürfen sie leider nicht mitnehmen, aber wir fahren trotzdem und sagen dann, wie atemberaubend horrormäßig es war. So Leute, wir haben es geschafft, wir sind durch, wir haben die Höllenfahrt überstanden. Zweimal durfte man fahren, muss man sagen, für 10 Dollar, ja, ist immer noch teuer, aber zweimal, ne, also komm. Ich hoffe, ich konnte das irgendwie einbauen, weil ich habe ganz undercover habe ich mit dem iPhone aufgenommen. Vielleicht seht ihr es ja, vielleicht auch nicht, aber wenn, dann lasst es euch gesagt sein, es war Hammer, es war unfassbar, Wahnsinn. Wisst ihr noch Leute, als wir hier mal mit dem Titan gelandet sind? Ich weiß, wir reden sehr viel von GTA, aber es bleibt wirklich nichts anderes übrig. Nach einer Achterbahnfahrt muss natürlich ein bisschen Strand sein. Also, ja, ich könnte den ganzen Tag rumlaufen, ne? Was soll das? Immer dieser Scheiß! Hallo! Du Arschloch! Komm her! Lass mich in Ruhe! Du Scheiße! Oh. Boah, das sah voll echt aus. Der ist tot.
Bazinga. Da fährt man einfach mal ein paar Seitenstraßen entlang, quasi die Hügel hinauf und fährst dann auf einmal hier hin. Diese Aussicht mal an. Jesus Maria. Alter Falter, Mann. Ja, und hier guckt man sich an, warum hier sind überall Wilden und so weiter, aber das ist... Oh. Schau dir das an. Ist das nicht wunderschön? Einfach hier lang gefahren, ein paar Kühlchen und dann stehst du hier einfach und siehst diese Aussicht. Wahnsinn. Schick. Schick. Interessant, ne? Boah. Dieser Ausblick, Leute. Dieser Ausblick. Und da hinten ist ein Eisberg da und alles. Seht ihr das? Krass. Holy shit, Mann. Einfach mal beeindruckend, sowas mal selber zu sehen, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Und die nächste Kurve, die man dann unverhofft durchfährt und dann plötzlich hier steht. Alles klar. Alles klar, Leute. Gar kein Problem. Guck mal, da vorne ist das Universal Park und da sieht man Hogwarts. Da, seht ihr das? Hogwarts! Holy shit, ey. Leute, so kann das gehen. Da willst du eigentlich nur was essen gehen und dann kommst du hier an und alles ist irgendwie gesperrt und dann ist irgendwie, findest du raus, dass irgendwie eine Preisverleihung ist. Dann kommt auf einmal Anna Kendrick kommt rein und dann kommt Aniston kommt rein und George Clooney kommt auch noch reingelaufen, Jimmy Kimmel auch noch und dann stehst du da und guckst und dann ist fertig und dann sind die alle drin und dann geht man weiter, als wäre nichts gewesen. Das ist ein Abschluss.